Oh, moin moin meine lieben Freunde, willkommen zum nächsten Video. Heute haben wir die Quotientenregel. Das heißt, wenn ihr einen Bruch seht, dann müsst ihr eigentlich direkt an der Quotientenregel denken. Wenn wir jetzt hier einen Bruch mit u von x durch v von x und die Ableitung wäre dann, naja, u' mal v minus u mal v' durch v Quadrat. Ich habe jetzt immer dieses von x weggelassen, habe ich letztes Video schon erwähnt. Das macht das Gelaber nur unnötig lang. Naja, wenn wir jetzt hier unsere Beispielfunktion f1 von x, naja, mit x hoch 3 plus 1 durch 2x. Da können wir jetzt überlegen. Haha, wir haben jetzt unser u von x. Was ist das? Das ist x hoch 3 plus 1. Und unser v von x ist gleich 2x. Jetzt können wir erstmal wieder überlegen, was ist das? Wunderschön abgeleitet. Passt das hier noch hin? Ja, bestimmt. U' von x ist die Summenregel. 3x Quadrat. Na, die plus 1 fliegt weg. V' von x. Faktorregel. Bleibt 2 übrig. Und jetzt können wir unseren Superbruch aufschreiben. F1 von x Strich ist gleich U' ist 3x Quadrat mal V. Das ist mal 2x minus U. Am besten empfehle ich euch immer vorsichtig zu klammern. Besser einmal mehr geklammert als einmal zu wenig. Mal V' mal 2. Und jetzt kommt ein ganz hässlicher Bruchstrich. Whoop, durch V Quadrat. Also 2x Quadrat. So, das wollen wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen schöner aufschreiben. 3x Quadrat mal 2x, das sind 6x hoch 3 minus. Zweimal die Klammer. 2x hoch 3 minus 2 durch 2x Quadrat sind 4x hoch 2. Das können wir jetzt noch ein bisschen vereinfachen. 6x hoch 3 minus 2x hoch 3. Naja, 4x hoch 3 minus 2 durch 4x Quadrat. Ja, wenn man jetzt richtig ja, noch weiter kürzen will oder vereinfachen will, je nachdem, wie euer Lehrer das vielleicht auch haben will, weiß man ja nicht genau, könnte man jetzt noch sagen, wir kürzen jetzt um 2 oder wir klammern aus, was machen wir? Wir kürzen erstmal um 2, das heißt 2x hoch 3 minus 1 durch 2x hoch 2. Jetzt können wir noch sagen, wir ziehen den Bruch auseinander, das wäre ja 2x hoch 3 durch 2x Quadrat minus 1 durch 2x Quadrat. Jetzt ziehen wir alle Register, könnte man fast meinen. Und na, das hier ergibt x, weil das kürzt sich hier weg. Und das bleibt übrig. Wenn wir das jetzt nochmal ableiten müssten, wäre das dann ja. Gemischt. Einmal Summenregel gemischt, nochmal mit Quotientenregel. Oder wir bleiben einfach bei dem Schritt hier. Ich denke mal, ups. Ich denke mal, bei dem hier fändet das euer Lehrer auch vollkommen okay. So, wenn wir jetzt noch ein Beispiel durchgehen, ich gehe mal eine neue Seite aufmachen. Zum Beispiel. Ich denke mir jetzt einfach ein Beispiel aus. F2 von x ist gleich Sinus von x durch Cosinus von x. Ja, da wissen wir, unser u von x ist gleich Sinus x. Unser v von x, ich hoffe, mein u und v kann man gut unterscheiden, ist Cosinus von x. Naja, u' ist dann Sinus abgeleitet ist Cosinus. Und v' von x. Cosinus abgeleitet ist minus Sinus. Das habt ihr hoffentlich auf eurer Formelsammlung stehen oder ihr wisst das dank meinen schon oft zitierten Supermerk-Eselsbrücken-Videos, wie auch immer man das nennen will, dass das ja einfach, das kann man sich gut merken. So, jetzt haben wir unsere Teilableitung und jetzt packen wir das wieder in dieses große, große Ding zusammen. F2' von x ist gleich U' Cosinus x. Mal V, sorry, mal Cosinus x minus
u, also minus Sinus x, mal v-Strich. Minus Sinus x. Und das teilen wir durch v Quadrat. Cosinus Quadrat x. Wichtig ist, das Quadrat bezieht sich jetzt auf das Cosinus, ja, und nicht auf das x an sich. Das x ist jetzt das Argument von Cosinus. Und jetzt gucken wir mal, was haben wir hier? Da haben wir Cosinus Quadrat von x plus Sinus Quadrat von x durch Cosinus Quadrat von x. Ja, und das können wir dann eigentlich so lassen. Wer einen Pluspunkt haben will, kann mir in die Kommentare schreiben: Cosinus Quadrat von x plus Sinus Quadrat von x für beliebiges x, was ist das Ergebnis? Das ist jetzt eine kleine Fleißaufgabe, die hat aber nichts mit Ableitung zu tun. Da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne stellen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.